den verschiedenen Arten will ich hier jetzt mal mit euch durchgehen. Ich kenne davon nämlich vielleicht drei. Ja, okay, war jetzt ein bisschen untertrieben. Tyrannosaurier. Als Beispiel. Werden vom Computer erwartet, zwei Stück zu finden im Jurassic Park, im ersten Jurassic Park. Und gefunden wurden zwei Stück. Zwei T-Rex befinden sich bereits im ersten Jurassic Park. Rexy ist einer davon, das stimmt. Version 4.1, darauf bin ich auch in meinem Timeline-Video eingegangen, dass von diesen Sauriern wurden mehrere Versionen erschaffen. Und dann von den Versionen, die gut waren, wurden dann nur noch Klone produziert. Ja, also die wurden nicht alle nochmal neu mit DNA, von der DNA erschaffen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tyrannosaurus Rex oder einen Velociraptor hatte und der war dann perfekt. Der hat so gepasst, wie John Hammond auch gemeint hat, okay, das passt so. Henry Wu war auch zufrieden gewesen. Und dann haben sie diesen Velociraptoren nur noch geklont. Der wurde nicht mehr aus dem Bernstein Zeug erschaffen. Der war ein Klon. Das sind eigentlich alles nur noch Klone von diesen Originalen. Das kommt dir später aber auch noch drin vor. Dann haben wir einen Maya-Saurier. Da hört es schon wieder auf. Was zum Teufel ist ein Maya-Saurier? Blendet ihr euch jetzt hier mal alle ein, damit ihr wisst, wovon wir hier reden. Maya-Saurier unter Wikipedia ist immer ganz praktisch, wenn nämlich dann jemand sagt, nee, Tobi, das stimmt nicht, dann könnt ihr euch bei Wikipedia beschweren. Das sind die hier. Maya-Saurier, da bin ich richtig, genau. Maya-Saurier, ich kenne die auf jeden Fall aus dem Film Disneys Dinosaurier. Ist nicht Alada aus Disneys Dinosaurier auch ein Maya-Saurier? Bin ich gerade bescheuert? Hieß der nicht anders? Es wurde nie gesagt, wie der heißt, ne? Ich mache das mal so ein bisschen rüber, damit der Chat nicht so weg rumglitscht. Da meine Notizen, die brauche ich nicht mehr. So, das ist ein Maya-Saurier. Jetzt kommen schon die Ersten, die dachten, ich dachte Lugo irgendwas, aber hier seht ihr Maya-Saurier. Es steht hier. Jetzt habt ihr hier meine Quellen, widerlegt diese Quelle, wenn ihr meint, das ist nicht richtig, dann schickt mir einen Link dazu. Ich kann nur weitergeben, was hier steht, Dino-Fakten, Dino-Fakten.de hört sich schon mal seriös an. Allerdings kann sich einfach jeder kleine Nedry kann sich heutzutage Dino-Fakten nennen. Aber es scheint der hier zu sein. Wie heißt denn der, den ihr mir eben gerade genannt habt? Nuanodon. Okay, falsch geschrieben. Das hier war Alada. Stimmt. Ihr habt recht. Ja, okay. Ihr habt vollkommen recht. Okay. Dann war das ein Igno-Dingensbums. Okay, verstehe. Wie viele gab es denn von denen? Sekunde. Wir klären das mal ganz kurz. Von denen gab es auf jeden Fall 21 Stück. Und gefunden wurden auch 21 Stück. Die zweiten von oben. Das heißt, da haben sie schon mal eine richtige Herde auf jeden Fall zusammengebaut, die man auch nicht im Film gesehen hat. Wir haben keine Maya-Saurier im Film gesehen, meine ich. Eventuell haben wir die ganz am Anfang gesehen, kann das sein? Als das Welcome to Jurassic Park eben kommt. Ja, okay. So, dann haben wir noch Stegosaurier. Kennen wir alle, muss ich die nochmal zeigen? Wahrscheinlich eher nicht, ich mach's trotzdem. Das sind die Knaben hier. Stegosaurier gab es auch im Jurassic Park und die hat man auf gar keinen Fall gesehen. Stegosaurier gab es genau 4 Stück und erwartet sind auch 4 Stück. Triceratopsiden. Das heißt, die meinen damit nicht nur Triceratopse, die meinen damit mehrere Gattungen wahrscheinlich. Alle von euch wissen, was ein Triceratops ist. Davon gab es im Jurassic Park genau 8 Stück und gefunden wurden auch genau 8 Stück. Also da gab es auch keine Vertuschung, es sind genau 8 Stück da. So, jetzt kommen wir zum Kandidaten, der sehr häufig im Jurassic Park war. Der Prokomsognathus. Ach was, die Kombis, natürlich. Die kleinen Kombis, diese kleinen Scheißviecher. Ja, da muss sich aber auch keiner wundern, dass die aufs Festland gekommen sind irgendwie. Es gab einfach 49 Stück von diesen Kombis. Da zähl die halt mal. Da fällt die doch nicht auf, wenn einer weg ist. 49 Kombis. Und die gehen dann eben aufs Festland und fressen kleine Kinder. Die Kombis, ja, natürlich. Dann haben wir noch, oh Gott, 16 Stück von Othniellia. Ach Gott, ich muss es eingeben, ey. Othniellia. Die kenne ich sogar vom Aussehen her. Die kennt man auf jeden Fall, ja. Mit ihren blauen Köpfen haben wir da mal ein richtig schönes Bild hier. Oder das hier. Ja, das passt doch eher. Den gab es nämlich auch im Jurassic Park. Den hat man auch nicht gesehen. Die gab es anscheinend nur im Buch. Ich denke mal, die werden jetzt auch nicht alle irgendwie eine große Rolle spielen. Wer isst Kinder? Ach so, wer isst Kinder? Weißt du, was du meinst. Die Compsognathus essen Kinder. Im Buch. Haben wir schon besprochen.
In einem Kapitel erfahren wir, dass die Kombis einem Kind das Gesicht weggefressen haben und daran ist das Kind dann auch gestorben. Ein Säugling. Ist ein Kapitel, wo sehr viele Kommentare drunter waren. Zum Glück war diese ekelhafte Scheiße nicht im Fernsehen gewesen oder im fertigen Film. Ich habe selber Kinder, ey, ich verstehe das auch voll. Ist ein bisschen extrem gewesen. Michael Crichton hat manchmal so einen kleinen Tick gehabt, wo er einfach so übertrieben widerlich werden musste. Das war wie so ein kleiner Tick hat's da einfach gemacht und dann war der Mann in einer anderen Welt, ey. Und dann mussten auf einmal Kindergesichter gefressen werden. Velociraptoren. Wie viele haben wir im Film? Kleiner Test. Wie viele Velociraptoren gibt's im Film? Wie viele Raptoren sehen wir im Film? Fragen wir mal so. Wie viele Velociraptoren wird uns von Robert Muldoon gesagt, gibt's im Film? 79. 3, 5 oder 5. Es waren am Anfang 5, meine ich auch, aber es sind dann nur noch 3 übrig geblieben. 3 sind sichtbar, meine ich auch. Die 2 Raptoren, die wir auch dann in der Küche sehen und so, und dann eben noch das Riesenbiest, das Robert Muldoon wegflatscht. So, insgesamt waren es aber 5 Stück gewesen. Hier haben wir 8. Dann scheint Jurassic Park The Game sich doch ein bisschen nach den Zahlen hier vielleicht orientiert zu haben. Weil hier einfach 8 Velociraptoren. Erst 8, dann 3, das kann im Buch so sein. Ich meine aber im Film waren es auch wirklich 5. Irre ich mich. Ich meine im Film waren es nur 5 gewesen. Nur 5. 5 reichen ja auch. Und das Riesenbiest wird dann ja auch die Hälfte gefressen haben. Das heißt die Hälfte. Alle bis auf 3. Dann haben wir noch einen Apatosaurus. Den sollten die meisten eigentlich auch noch kennen. Wenn nicht, ich gebe es hier gerade mal ein. Sekunde. Da klingeln jetzt vielleicht die Glocken. Den Apatosaurus gab es so nicht, ne? War das der Apatosaurus? Ne, das war der Brontosaurus. Vergesst, was ich gesagt habe. Den Apatosaurus gab es. Der Apatosaurus ist der Knabe, jetzt sehen wir hier sein Hinterteil, den wir auch in Jurassic World Dominion sehen, meine ich. Genau, das hier ist ein Apatosaurus. Und wieder mal merkt ihr, sauschönes Bild übrigens, kein Hate von mir für Jurassic World Dominion diesmal. Die nehmen sich wirklich Sachen aus den Büchern und zeigen die später in den Filmen. Ich meine, die hätten doch einfach irgendeinen anderen Dinosaurier nehmen können. Ich meine, das ist schon ganz bewusst, dass da ein Apatosaurus rumläuft. Das heißt, ihr merkt schon, dass die trotz allem irgendwie auf die Bücher eingehen. Ob das jetzt wirklich an Colin Trevorrow liegt, weiß ich nicht. Der hat ja anscheinend keinen Bock aufs Franchise. Aber es kann doch sein, dass ich diesem Mann in vornherein zu früh verurteile. Nur weil ich einen Film von ihm nicht mag. Warten wir es mal ab. Apatosaurus, einzige animatronische Puppe in Jurassic World. Du hast vollkommen recht. Das war sogar mein Todesranking Platz Nummer 1, weil das war so emotional. Das hier, ja, stimmt. Das war echt, aber auch der Meta-Moment an dieser Szene, ne? Dass das das erste animatronische und sogar das einzige animatronische Dinosaurierwesen ist, was wir in Jurassic World sehen. Und in dem Moment begreift dann auch Claire erst richtig, das sind echte Kreaturen, das sind nicht nur Produkte. Also hin und wieder hat Jurassic World diese Meta-Kniffe doch schon ziemlich geil drauf. Das passt ja einfach so optimal, dass sie genau in dem Moment, wo eine echte Figur da ist, auch sagt, okay, das sind wirklich Lebewesen, scheiße, ich hab mal gedacht, das sind nur Produkte, das sind echte Lebewesen. Jetzt nochmal als Beispiel ganz kurz. Heute bin ich wirklich gut drauf, glaube ich. Ich habe wieder was Positives an Jurassic World. Er will mir hier erzählen, das ist jetzt ein dummes Bild. Ich finde, das CGI bei den Velociraptoren sieht doch nicht schlecht aus. Ich finde, das sieht geil aus. Weil viele auch immer sagen, ja, das sieht so seltsam aus, weil die wirken nicht so schwer. Was soll denn passieren? Soll der Boden zusammenbrechen? Also was soll denn passieren, dass die schwer wirken? Die laufen halt ganz normal. Weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall geil. Und hier haben wir nochmal aus dem Making-of raus. Sie haben natürlich nicht mal den richtigen Apatosaurus komplett als Ding gebaut. Aber der Kopf ist wenigstens da. Schön. Emotionale Szene. Und hier sehen wir auch ganz kurz, warum sie nicht das ganze Tier gebaut haben. Es war wohl ein bisschen groß. Bisschen groß war es. Wir machen weiter. Der Apatosaurus ist 17 Mal im Park gesucht und 17 Mal auch gefunden. Das passt. Version 3.1, also eine relativ frühe Variante, hatte auch funktioniert. Einen Hadrosaurier haben wir da noch. Ich glaube, das ist auch was Kleineres, oder? Anscheinend haben wir das noch nicht gesehen. Ich kenne das Vieh aber auch so nicht. Also, ich habe das noch nie vorher gesehen. Das hier ist ein Hadrosaurier. Nee, oder das? Nee. Das sind die Hadrosaurier, das sind die Pterycinosaurier hinten. Die Lophosaurier, also erstmal Hadrosaurier, haben sie 7 Stück gehabt. Und auch 7 Stück sind noch da. Sehr schön.
Dilophosaurier kennen wir auch alle, aber ich finde es wichtig, mal ganz kurz zu zeigen, weil hier so einen Vergleich mal findet, da haben wir es doch. Ich habe auch mal eine schöne Doku rausgesucht, die gucken wir uns aber nicht heute an, die geht zu lange. Die geht nur um den Dilophosaurus. Und da seht ihr nämlich mal, dass der wirklich eigentlich riesengroß gewesen sein soll. Das hier, in diesem Bild sehen wir das, dass er eigentlich aufrecht stehend größer als ein Mensch ist. Ich meine, der ist auch, wie groß war der Dilophosaurus nochmal gewesen, wartet mal. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn man nach sowas schaut, in der Regel immer nach den englischen Begriffen zu gucken, weil die größten paläontologischen Forschungsergebnisse gibt es eben im englischen Sprachraum, die auch manchmal auf Deutsch übersetzt sind, ja, wie jetzt hier zum Beispiel, glaube ich, oder? Nee. Aber im Meter immerhin. 6 Meter lang wurde das Vieh einfach. 6 Meter lang. Und hoch sehen wir hier, und 2 Meter hoch, da haben wir es doch. 6 Meter lang und 2 Meter hoch wurde ein Dilophosaurus. Also das Bild stammt nicht aus dem Buch, aber das ist so das, was im Buch beschrieben wird. So groß ist das Vieh im Buch eigentlich. Der ist locker größer als 2 Meter im Buch, aber trotzdem. Und ich hätte mir in Dominion gewünscht, dass wir da die ausgewachsene Variante sehen. Weil den hier, den kennen wir schon. Aus den Jurassic Park Filmen. Wäre schön gewesen, diese Variante hier zu sehen. Wir brauchen ja diese Member Berries. Wisst ihr dieses, na, weißt du noch? Und deswegen hat man diesen hier gesehen. Weil an den erinnern wir uns alle noch. An den großen eventuell ja nicht. Weil wir alle doof sind. So, die Dilophosaurier haben wir im Film auch nur eingesehen. In Jurassic Park The Game kommen ein paar mehr drin vor. Und 7 Stück gab es davon insgesamt. 7 sind auch noch da. 7 wurden auch noch gefunden. Dann haben wir hier die Dilophosaurier. Ich muss aber jetzt nicht immer sagen, wie viele noch da sind, weil die sind alle noch da. Es ist hier noch keiner ausgebrochen, weil wir noch am Anfang vom Buch sind. Pterosaurier. Pterosaurier sind Pteranodon, oder nicht? Flugsaurier gab es im Jurassic Park. Tja, ob das so eine schlaue Idee war? Gucken wir mal nach einem Konzept. Ob wir da was finden? Das sind ja Konzepte aus Teil 3. Ich hätte gerne mal ein Konzept, wie das in Jurassic Park hätte aussehen sollen. Ich schätze mal, das wird so ähnlich sein wie in Jurassic Park 3 mit so einer riesigen Kuppel hier. Das hat nichts mit Jurassic Park zu tun. Okay, dann gibt es da wahrscheinlich noch keine größeren Konzepte. Ich wette, es hat auch damit zusammengehangen, dass sie nicht wussten, wie sie das umsetzen sollten. Weil CGI war damals noch eine ganz schwierige Angelegenheit. Und auch die Szene mit dem T-Rex im Wasser, zu der kommen wir noch, wo der im Wasser schwimmt und unter dem Boot hervorkommt. Wollten sie ursprünglich drehen, haben sie aber auch nur nicht gedreht, weil sie nicht wussten, wie sie es umsetzen sollten. Gibt's in Jurassic World Evolution, gibt's doch auch das Jurassic Park Paket, ne? Kann man da im Jurassic Park Paket auch Pteranodon-Gehege bauen? Im Jurassic Park Stil geht es? Okay, krass, vielen, vielen Dank für den Tipp. Da haben wir doch was. Gut, das ist alles mit Jurassic World Evolution hier gebaut. Das hier ist von Jurassic Park 3, aber das hier ist doch ein Konzept. Ah ja, sogar hier von Jurassic Wiki haben wir da ein geiles Bild, oder? Das ist ein bisschen klein. Kriegen wir das auch größer? Ne, kriegen wir nicht größer. Ja, für die Pterosaurier. Krass, vielen, vielen Dank für die Info. Super geil. Wäre auch mal was für ein schönes Video, glaube ich. Wie hätte der Jurassic Park ausgesehen, wenn er einmal nach dem Buch gezeigt worden wäre und einmal, wenn der Jurassic Park wirklich geöffnet worden wäre? Wie hätte der ausgesehen? Was für Attraktionen hätte es gegeben? Gibt es hier ein super geiles Spiel, was ich auch auf dem Rechner hier habe. Das nennt sich Jurassic Dream. Da können wir den ganzen Park begutachten. Dann haben wir noch Hypsilophodons. Er sieht auch wieder aus wie der eine mit dem blauen Kopf, den wir vorhin hatten. Also die finde ich alle sehr austauschbar. Ja, haben wir in Jurassic Park auch nicht gesehen und brauchen wir auch nicht wirklich, ne? Das sind halt putzige kleine Viecher. Ja, von denen gab es 33 Stück. Also von den kleinen Viechern gab es logischerweise immer mehr als von den großen. So groß waren, sind die gar nicht mal so klein gewesen. Was zum Teufel? Das sind ja kniehohe Ratten einfach. 2 Meter lang wurden die. Haben wir auch mal eine Höhenangabe irgendwo? 1,4 bis 2,3 Meter lang. Länge 1,8 Meter. Ich will immer lieber sehen, wie groß die sind, wenn die sich aufrichten. Das finde ich irgendwie interessanter. Wahrscheinlich aber auch so 1,8 Meter, ne, weil es hier zweimal angegeben ist. Auf jeden Fall haben wir von den Viechern hier 33 Stück drin. Ne? Gut, dann haben wir jetzt noch hier, oh Gott, ey, das sind aber auch wirklich Namen. Kennt ihr die alle? Bin ich der Einzige, der gerade so ein bisschen hier ins Stottern kommt bei dem ganzen Zeug? Euplocephali. Ach du Scheiße. Hier. Euplocephali. Noch nie was davon gehört? Mal reingucken. Scheint ein Pflanzenfresser zu sein. Irgendwie hört man das meistens bei den Namen raus, finde ich. Geben gleich mal Size dahinter ein. Mal gucken. Das sieht ja aus wie ein Ankylosaurus.
Länge 5,5 bis 7 Meter, ja gut, das ist schon. Ist wohl aber auch so eine Untergattung oder Nebengattung vom Ankylosaurus, schätze ich mal, ne? Sieht zumindest genauso aus. Kenne fast jeden wegen Jurassic World Evolution. Stimmt, da gab es die auch, ja. Der Ojo ist ein kleinerer Ankylosaurus. Okay, ich kenne die meisten von Jurassic Evolution 2, alles klar. Von denen gab es ganze 16 Stück. Das ist schon viel eigentlich, aber wahrscheinlich leben die eben auch in Herden. Dann gibt es den, und den kenne ich sogar auch. Das ist eine Art von Stegosaurus, aber ich kann ihn trotzdem nicht aussprechen. Styracosaurier. Der sieht so ähnlich aus wie ein Stegosaurus. Nee, gar nicht. Was? 1,8 Meter groß. Der gute Styrak. Hier haben wir ihn doch. 1,8 Meter groß ist das Tier. Mehr ein Triceratops. Ne? Ich dachte, das wäre so eine Art Stegosaurier. Kentrosaurus meinst du? Das kann sein. Gucken wir mal, ob du recht hast. Ja, natürlich. Kentrosaurus, genau. Den gab es nämlich auch bei Jurassic Park Warped. Auf jeden Fall kenne ich den mit den Stacheln, genau. Okay, cool. Danke für die Info. Von denen haben wir 18 Stück. Version 3.9. Also, ja, eigentlich sind die alle eher so um 3 Punkt irgendwas und 4 Punkt. Gibt jetzt keinen, der sehr viel früher war. Und zum Schluss haben wir dann noch einen. Nummer 15 ist der Kallovosaurier. Der Kalle. So, mal gucken. Habe ich auch wieder falsch geschrieben. Der Kalle ist ja gar nicht mal so groß. Der ist ja relativ winzig. Was ist denn das für einer? Der Kalle ist unspektakulär. Hier ist... Was ist denn das für ein Vergleich mit einer Katze? Wieso? Ja, ich habe mich schon immer gefragt, wie groß der T-Rex im Vergleich zu einer Katze ist. Oder zu einer Springmaus. Und zu einem Känguru wäre auch noch sehr interessant. Ja, okay, auf jeden Fall von denen gibt es 22 Stück. So, 22 Stück. Hier nochmal die gesamte Liste. Insgesamt sind das 238 Tiere. Wunderbar. Wunderbar. So viel auf jeden Fall dazu. Wir haben jetzt das Kapitel auf jeden Fall abgehakt.